Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac. Oh, was ist das denn? Wir sind ja immer noch bei Spielversion 1.333. Es gab gar kein Update, das ist aber selten für unsere Isaac-Sessions. Na gut, aber beim letzten Mal ist das Ganze ja irgendwie nicht so wunderbar gelaufen. Wir sind dann mit Ethan ein paar Mal verreckt und haben auch nicht wirklich was geschafft. Da wurde mir auch gesagt, ach komm, jetzt spielen wir was anderes als Eve. Und dann machen wir das doch einfach mal. Wie wär's denn wieder mit Judas? Da haben wir auch schon einmal ziemlich böse unser Run versaut. Bei, ich glaube, es war bei Death, ne? Also dem Horseman. Der hat uns, glaube ich, ziemlich weggelatzt. Naja, wir probieren es einfach nochmal, denn ich muss ja hier mit Eve und Judas noch irgendwie was hinkriegen. Also probieren wir es jetzt einfach mal wieder mit Judas aus. Mal gucken, ob das da weitergeht. Kennen wir uns ja auch schon ein bisschen mit aus. Wir kennen das Spacebar-Item. Wir wissen, der hat ein bisschen Geld am Anfang, im Gegensatz zu den anderen. Oh, da kommt ein großer. So. Ah, das hat uns das aufgesprengt. Das ist ja schön. Ach, Moment. Nein, wir wären sowieso hier reingekommen, weil hier überall der Pup rumliegt. Und in dem Pup ist sogar... Boah, ganz viel Zeug drin. Was ist denn jetzt los? Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen reinspielen. Hab ja ein bisschen das nicht gespielt. Ein paar Tage. Oder fast eine ganze Woche. Und dann noch mit der Krankheit nebenher. Ich muss jetzt immer wieder ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu schlimm. Das ist der Spiegel. Ich möchte den Spiegel eigentlich gar nicht haben, ehrlich gesagt. Aber ich brauche ihn irgendwie noch für meine Collection. Naja, komm. Ist ja egal. My Reflection. Jetzt haben wir da so ein komisches Ding auf der Stirn. Außerdem fliegen unsere Tränen jetzt ziemlich eigenartig. Ich brauche jetzt definitiv noch mehr Range, weil es jetzt deutlich schwieriger ist, die Gegner zu treffen. Aber mit ein bisschen mehr Range geht das auch. Oder wir kriegen was, was das Ding einfach überschreibt. Wie gesagt, ich finde, es ist eins der schlechteren Items. Also richtig, richtig schlecht eigentlich. Und ich verliere gerade Leben und so gegen so komische Spinnen. Das ist nicht so, nicht so schön. Stirb! Sterbt! Schnell zurück und ein bisschen Leben holen. Eieieiei, das ist nicht gut. Hier mit dem halben Leben, das gefällt mir nicht so. Beziehungsweise mit dem einen Herz nur. Da hätte ich am Anfang vielleicht lieber irgendwas... Oh, toll. Irgendwas gab, was mir ein bisschen Leben gibt, anstatt diesem tollen Spiegel. Ja, man sieht das hier schon. Wenn ich dann auch noch über so ein Spinnennetz schieße, dann treffe ich überhaupt nichts mehr. Oh. Naja, komm. Da muss jetzt trotzdem noch was raus werden, hier, auch wenn wir den komischen Spiegel haben. Da unten kann ich leider nicht reingehen. Oh, jetzt muss ich mal ganz nah ran hier. Ah, das geht ja noch. Eine Bombe, 6 Münzen haben wir, keinen Schlüssel leider. Schauen wir mal, was der Boss ist. Oh, toll, fängt direkt mit Famine an. Na, das ist ja super. Weil ich die Horsemen ja so gerne habe. Als erste Bosse. Und dann noch mit dem Spiegel, wo ich quasi keine Reichweite habe. Charge mich mal, Dankeschön, und mach die Fliege kaputt. Sehr gut. Und dann genau, mach immer den hier, das ist super. Da kann uns eigentlich ziemlich wenig passieren, denke ich. Das ist schon völlig in Ordnung. Uah, das war jetzt blöd. Der hätte ruhig noch einmal chargen können. So, ich habe mir mal ein bisschen noch... Ja, ich sollte vielleicht nicht so viel dabei reden. Uah, ein bisschen Tipps von den Profis geholt. Wenn man das so nennen kann. Es gibt leider auch nur einen Cube of Meat dafür. Ich hätte lieber mehr Leben gehabt. Naja. Man soll ja immer nicht so weit ausweichen. Ich mache das ja auch sehr gerne, dass ich dann, wenn ich einmal versuche, einem Schuss auszuweichen, durch den halben Raum laufe. Aber ich habe mir sagen lassen, nein. Snizzle, das sollst du eher nicht machen. Du sollst lieber kleine Schritte machen und versuchen, damit auszuweichen. Das ist effektiver. Bin nicht hundertprozentig sicher, warum das so sein soll, aber dann kann man wohl leichter den Schüssen ausweichen. Probieren wir es einfach aus. Versuche ein bisschen kleinere Schritte zu machen. So ungefähr. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Da unten gibt es eine Arena mit einer Truhe. Ja komm, ich brauche Schlüssel. Und da ist tatsächlich auch ein Schlüssel drin. Da benutzen wir auch... Uah, warum kommen da jetzt noch direkt die anderen Fliegen hinterher? So haben wir aber nicht gewettet hier. So haben wir aber nicht gewettet. Zack. Oh, uah. Ja genau, direkt hinter mir. Ich habe euch... Scheiße, ich habe euch auch ganz lieb. Verdammt. Jetzt kriege ich hier wieder Probleme. Wer weiß, was jetzt als Letztes noch kommt. Ich hoffe, nichts zu Schlimmes. Da sind tatsächlich eben zwei Wellen auf einmal gekommen. Kann das sein? Ist ja auch nicht in Ordnung. So, was haben wir hier? Der Nackel. Mhm, jetzt haben wir
Zähne noch, die zwischendurch mal kommen können. Das ist auch sehr schön, wie die jetzt als Bumerang durch die Gegend fliegen. Ist leider auch kein Leben. Ich brauche immer noch mehr Leben. Oder wenigstens mal sowas wie einen blauen Stein, sodass wir vielleicht mal an Herzen drankommen. An temporäre Herzen wenigstens. War aber bis jetzt auch nicht so geil. Jetzt fangen hier schon die Feuer wieder an, auf mich zu schießen. Auch nicht in Ordnung. Ich kriege aber sehr viel gerade raus aus diesen Feuern und den Puphaufen und so. Das ist ja schon ganz schön eigentlich. Da kann man auch mal ein bisschen Glück haben, finde ich. Das ist schon so in Ordnung. So, die Zähne machen ganz schön viel Schaden, ne? Das gefällt mir. Also Schaden haben wir jetzt einiges eigentlich schon mal. Zumindest für den Anfang, denke ich, ist das erstmal definitiv ausreichend. Das ist jetzt halt, wie gesagt, gut wäre es Survivability. Und, oh, diese Shit-Spinnen, ne? Drecksvieh, ich habe auch einen Schlüssel. Nein. Schlüssel ist sehr gut. Wobei ich in den Shop, glaube ich, nicht reingehen werde. So, ah, da gibt es wieder ein Herz. Das ist, oh, und ein Seelenherz. Sehr gut, ein blaues Herz. Damit haben wir zumindest einen kleinen Puffer erstmal. Ich gehe aber auch noch da unten rein und gucke, was da ist. Vielleicht gibt es noch irgendwas. Nein. Okay, das nehme ich bestimmt nicht mit einem Herzen. Das könnte da mal vollknicken. Da gehen wir lieber direkt zum Boss. Mal gucken, wen haben wir denn da? Das ist der Duke of Flies. Das sollte eigentlich kein großes Problem werden. Mit dem Buch von Belial kriegen wir ja auch die Fliegen mit ein oder maximal zwei Schüssen tot. Also überhaupt kein Problem hier. Da haben wir keine Schwierigkeiten mit. Und da gibt es wenigstens auch Max HP. Das ist auch gut. Lunch. Lecker, lecker. Was haben wir hier? Die Paw für ein Herz. Nein, danke. Und das andere weiß ich nicht genau, was es ist. Aber zwei Herzen gebe ich sicher nicht dafür aus. In den Shop. Nee, ich gehe nicht in den Shop. Nicht mit 10 Münzen. Da warte ich lieber, bis ich 15 habe und garantiert was, also ein Item auch kaufen kann. Okay, unser Puffer ist noch ein bisschen größer geworden. Das ist ja erfreulich. So, geh mal drauf. Danke. Aber wir kommen da nicht rüber. Das ist natürlich ungünstig. Weil der Stein hier leider von dem Link in die falsche Richtung geschossen wurde, hätte da rüber gemusst. Schade. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine Leiter oder... Oh ja, genau. Greedköpfe. Sicher, sicher. Toll. Ausgerechnet Greedköpfe. Shit. Das sind welche der schlimmsten Gegner im Spiel. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht warum, weil so schlimm sind die ja gar nicht grundsätzlich. Die haben natürlich ein ziemlich zufälliges Angriffs- und Bewegungsmuster. Und das Problem ist, sie halten einfach massiv viel Schaden ab. Also aus. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Na komm. Du auch noch bitte da oben. Ein Schlüssel für eine Bombe. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Oh, das hat sich natürlich gelohnt. Das war sogar der... Na, okay, es hat sich noch nicht gelohnt. Das war sogar der super Geheimraum hier. Also es gibt ja immer einen Geheimraum und es gibt einen Geheimraum. Der ist dann noch ein bisschen geheimer als die anderen oder so. Aber ich werde hier gerade mit Herzen überhäuft. Das heißt, es bringt mir gerade überhaupt nichts, dass da so viele Herzen drin waren. Das ist natürlich ungünstig. Naja. Dinger sind ja eigentlich alle kein Problem. Ich könnte mich vielleicht gleich auch nochmal auf die Suche nach dem anderen Geheimraum machen. Also wenn mal so ein Zahn rauskommt und die Gegner trifft, ne, dann haut der auch ganz böse rein. Oh, noch mehr von den... Oh Gott. Und das ist auch noch in so einem Raum. Das ist nicht so schön jetzt. Einer weniger. Du bitte auch. Komm, stirb. Ganz, ganz fix, bevor du mich noch triffst. Danke. Unser Puffer ist zumindest ein bisschen größer geworden. Immerhin. So, sehr gut. Können wir auch nochmal in den Itemraum reingehen. Und das ist na toll. Das ist Telepathy for Dummies. Das ist schon mal definitiv schlechter als mein Book of Belial. Book of Belial. Denn mehr Schaden ist, glaube ich, besser als Homing Shots. Zumal die Homing Shots ein bisschen... Also die bringen mir nicht viel mit dem Mirror, weil die trotzdem, glaube ich, in die andere Richtung so abweichen und dann treffe ich ja trotzdem nicht. Ich muss sowieso ganz nah ran und dann treffe ich sowieso. Also das lohnt sich ungefähr gar nicht. Da vorne ist der Shop, das bringt mir auch nicht so viel. Ich habe nämlich wieder nur noch 10 Münzen. Ich hatte ja mal mehr und dann kamen die Greedköpfe. Na gut, die haben mich eigentlich nur einmal getroffen. Also ich hätte jetzt dann auch nur 11. Zugegebenermaßen. Und man muss sich ja
Also man muss sich natürlich nicht treffen lassen. Ich mache das natürlich trotzdem. So, jetzt haben wir wieder 11 Münzen, aber das bringt mir auch nichts. Ich möchte trotzdem nicht mit 11 Münzen in den Shop rein. Und jetzt hätten wir noch die Möglichkeit, den Geheimraum... Der könnte hier rechts sein. Ach komm. Was soll der Geiz? Probieren wir's. Nein, schade. Aber noch eine Bombe. Wobei, jetzt müsste der Geheimraum eigentlich ja da unten sein, ne? Der muss jetzt... Eigentlich muss der jetzt hier unten sein. Okay, ich komm... Ist wurscht. Ich probiere das jetzt hier auch nochmal. Wer weiß, was da drin ist. Und da ist Geld drin. Geld ist doch schon mal in Ordnung. Denn dann gehen wir jetzt tatsächlich auch noch in den Shop und gucken mal, was wir da noch drin haben. Wer weiß, vielleicht gibt es ja was Schönes zu kaufen. Leider mein letzter Schlüssel dann, aber da kann man ja nichts gegen machen. Also ich könnte natürlich einfach nicht in den Shop gehen. Die Leiter. Die Leiter nehme ich natürlich gerne mit. Und ich glaube, ich nehme auch das Seelenherz, also das blaue Herz mit. Wer weiß, was hier vom Boss kommt. Das könnte unangenehm werden. Und hier kriege ich dann für die Leiter auch direkt noch eine Bombe. Genau die. Das ist doch schon mal gut. Und die Leiter kann man eigentlich auch so immer gebrauchen. Und hier kriege ich auch noch eine Münze dafür. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Da haben wir The Hollow. The Hollow war jetzt kein so schwieriger. Aber ich mache mal hier mein Buch lieber an. Ich hab's ja und ich muss es ja auch, also ich muss es nicht verbrauchen, aber ich möchte es gerne verbrauchen für sowas. Es lohnt sich ja. Uah, die teilen sich ja. Das ist ja fies, das wusste ich gar nicht. Je nachdem, wie viele Köpfe die noch haben, da fliegen die auch noch anders durch die Gegend, ne? Oh, mehr Leben, das ist doch schön. Mit sowas kann ich definitiv arbeiten. Und dann geht es weiter runter. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Einen Schlüssel brauche ich jetzt auf jeden Fall. Für den Itemraum. Und hier gehen wir direkt vor den Spinnen, schützen wir uns, indem wir einfach da oben drauf gehen. Das ist ja, da kommen die nämlich nicht hin, denn die können ja nicht auf unsere Leitern laufen. Ich muss immer mal so ein bisschen runter, damit die auch hier in meine Ecke kommen. Oh, du auch, komm, stirb. Und ausnahmsweise, auch wenn ich sonst immer nicht haben möchte, könnte ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen Range brauchen, eigentlich. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Gott. Die sind ja furchtbar gerade. Ich wollte gerade sagen, wenn ich immer nur im Kreis laufe, geht das ja. Aber das stimmt überhaupt nicht. Jetzt hat sich der eine nämlich so komisch da unten abgesetzt. Den muss ich jetzt mal ganz schnell so töten. So, wenn ich hier nämlich sonst einmal immer rundherum laufe, dann habe ich da keine Probleme. Dann weiß ich immer, wo jeder hinschießt und... Ah, da konnte ich gerade nicht genug Tasten auf meine Tastatur drücken und wäre fast getroffen worden. Kennt ihr das, wenn man da beschränkt wird in der Anzahl von Tasten, die man gleichzeitig auf der Tastatur drücken kann? Dieses Spiel wird ja mit, also man kann es zumindest mit WASD spielen und dann mit den Pfeiltasten für die Richtungen, in die man schießt. Und da habe ich bei manchen Tastenkombinationen durchaus Probleme, dass die Tastatur das nicht alles gleichzeitig mitmacht. Das kann schon mal passieren. Gut. Da ist der Itemraum. Den möchte ich doch mal haben. Den möchte ich doch mal haben. Hör auf damit. Und bitte ganz, ganz fix hier die komischen Dinger kaputt machen, die Spinnen spawnen. Sonst habe ich gleich hier einen ganzen großen Haufen Spinnen. Mom's Pet. Nein. Hatte ich das schon mal? Haben wir das schon mal benutzt? Das ist hier. Ich benutze das und dann. Also es ist ein Spacebar-Item, das benutze ich und dann werden die Gegner verlangsamt oder sogar... Ich bin nicht sicher, ob die vielleicht sogar komplett gestunt werden, aber es ist jedenfalls nicht wahnsinnig toll eigentlich. So, ich fände es super, wenn du einmal nach oben schießen würdest, denn oben könnte es sein, dass da der Geheimraum ist, aber scheinbar tust du es nicht. Bist nicht lieb zu mir. Böses Viech. Ein Schlüssel. Den kann man doch super gebrauchen. Zumindest, nein, für den Shop nicht, aber für die nächste Ebene auf jeden Fall. So, jetzt könnte hier unten der Geheimraum sein. Und ich probiere es einfach mal. Ich habe 3 Bomben, das müsste... Nein, natürlich nicht, war ja klar. Das heißt, hier müsste irgendwo anders ja noch sowas vorkommen. So eine Biegung, wo das sein könnte. Ah, das war blöd.
Das habe ich nicht so wahnsinnig schlau gemanagt. Nein. Wenn ich jetzt gleich hier hochkomme, ne, dann... Na, der wollte. Ich glaube, der wollte gerade. Hat sich aber ein bisschen vertan. Dreckiges Mistviech. Du blödes Drecksding. Geht doch. Einer weniger und den auch noch. Sehr gut. Ach, so ein ein Knight. Sie heißen Knight, die Viecher. Ich weiß nicht genau, warum. Aber sie heißen so. Jetzt müsste hier eigentlich tatsächlich irgendwann nochmal so ein... der Geheimraum könnte auch neben dem Itemraum... neben dem Itemraum sein. Autsch. Da stand ich auch ziemlich dämlich. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube tatsächlich auch, der Geheimraum ist neben dem Itemraum. Und wenn ich den Geheimraum finde und da sehr viel Geld drin ist, dann könnte ich auch nochmal in den Shop gehen und vielleicht kriege ich da nochmal was Gutes raus. Hier gibt es nochmal Bomben, das ist gut. Und hier sind böse Gegner. Ich bin ja einer von diesen Typen, die gerne alles erkunden, in der Hoffnung, dass da noch irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Und wenn es nur ein bisschen Geld ist. Zumindest auf solchen Ebenen, da ist das noch in Ordnung. So, hier ist nichts mehr. Da unten traue ich mich immer noch nicht rein. Ich habe zwar jetzt ein bisschen mehr Leben, aber nee, danke. Gut, dann versuchen wir es nochmal zwischen Itemraum und der Arena da unten. Vielleicht haben wir da ja noch irgendwas drin. Also vielleicht ist da noch ein Geheimraum. Beziehungsweise der Geheimraum. So. Tatsächlich. Ha, der Geheimraum. Und da ist... nein, ich möchte sie nicht haben. Habe ich die schon mal gezeigt? Bob's Rotten Head. Ich drücke und kann in eine Richtung... normalerweise fliegt das bis an die Wand. Das war jetzt ziemlich hart. Das wird ja auch von dem komischen... von dem Spiegel abgelenkt. Das war ja fies. Wow, okay. Dann will ich es natürlich erst recht nicht haben, die Husk. Einmal bitte das Buch. Oh, oh. Das hätte es mich auch noch fast erwischt. Da gab es einmal kurz einen Frame-Drop. Aber die Husk hat auch schon nicht mehr so viel Leben. Ich mache ja schön viel Schaden. Da kann man sich das leisten mit dem Frame-Drop einmal. Und down. Jetzt war's. Wirecode-Hänger ist ganz okay. Mehr Tränen, leider immer noch nicht mehr Reichweite. Das könnte später gegen Marmon so ein Problem werden. Haben wir einmal den Fluch und ich weiß nicht, was das andere ist. Ist das der Brimstone? Ich bin nicht sicher. Ja, die Tiefen 1 mit sehr, sehr geringer Reichweite. Ganz annehmbarem Schaden. Ganz gut Tränengeschwindigkeit, aber wie... shit. Da hatte ich das Ding wieder nicht richtig im Blick. So. Tja. Ich brauche Reichweite oder irgendetwas, was mir vergleichbare Vorteile bringt. Also Technology oder so. Oh, eine Kiste mit Bomben drin. Die nehme ich doch gerne mit. Klar, kein Problem. Oh, und über solche Räume freut man sich auch immer. Kann man ja nicht genug von haben, nicht? Geh mal in die Mitte. Jetzt kriegt er gleich alle ab, die noch zurückkommen. Da war es einmal praktisch mit den zurückkommenden Schüssen. Oh, oh. Stirb, bitte. Fix, danke. Ist noch eine Münze drin. Haben wir schon 5. Oh, das war knapp. Habe ich nicht genau so eine Aktion schon mal gebracht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon. Die Bohne. Ernsthaft? Die Bohne? Oh Mann. Jetzt wird es aber langsam wieder trollig hier mit den Items. So geht das aber nicht. Ich brauche wieder hier ordentliche Items. Und ich habe die Leiter. Ich vergesse immer, dass ich die Leiter habe. Aber ich glaube, ich habe kein Item übersehen, oder? Zwischendurch, was ich hätte einsammeln können, weil ich die Leiter habe? Ich glaube nicht. Ich würde gerne. Moment. Ist natürlich dann immer die Frage, geht man lieber in den Itemraum? Geht man lieber dem Bettlergeld? Nein, da ist der Itemraum, der Geheimraum nicht. Schade. Da müsste er hier unten noch irgendwo kommen. Oh, hier ist ein blauer Stein. Das sieht man doch auch sehr gerne. Machen wir das mal so. Ja, toll. Ich habe leider gerade keinen Schlüssel. Das bringt mir also gerade nicht so viel. Ha. Also die Sache ist, wenn ich jetzt keinen Schlüssel mehr kriege, dann lohnt es sich durchaus dem
dem Bettler noch was zu geben. Denn da gibt es ja auch noch unter Umständen was. Wenn ich natürlich noch einen Schlüssel finde, dann kriege ich im Itemraum garantiert was. Das ist wahrscheinlich besser. Da habe ich mich blöde einkesseln lassen. Die laufen aber auch gerade fies. Die versuchen mich aktiv einzukesseln. Drecksviecher. So schlau sind die doch gar nicht. So. Da gibt es noch eine Münze. Sieben müssten eigentlich reichen, um dem Bettler was abzuluxen. Shit. Und da werde ich natürlich wieder... Uah, da schießt er auch nochmal. Werde ich nochmal doof getroffen. Bossraum. Hier könnte noch der Itemraum sein. Ich habe ja jetzt genug... Itemraum, der Geheimraum. Ich habe ja jetzt genug Bomben. Drei nur. Jetzt lohnt sich das natürlich sowieso nicht mit dem Shop, weil ich nicht genug Münzen habe. Das heißt, ich gehe erstmal noch hier rüber. Gucken, was wir hier haben. Oh, böse Gegner. Böse, böse Gegner. Naja, eigentlich geht das ja. Die habe ich inzwischen deutlich besser im Griff wieder. Zwischenzeitlich hatte ich die ja mal wieder am Anfang überhaupt nicht mehr im Griff, als ich wieder mit dem Spiel angefangen habe. Jetzt kriege ich schon wieder hier einen kratzigen Hals. Schlimm sowas. Aber inzwischen geht das wieder. Auf mich mit einer Fliege anzuspucken. Das fällt dir ein. Das ist aber nicht... So haben wir das aber nicht gelernt. Damals im Benimmunterricht oder so. Ihr blöden Mistviecher. Ich möchte gerne erstmal den Krüttel da kaputt haben. Geht doch. Du auch. Er gibt mir sogar noch zwei Bomben. Ich weiß nicht genau wofür, aber er hat mir zwei Bomben gegeben. Das ist aber nett von ihm. Huch. Sehr gut. Zwei Bomben für Lau. Und nee, das mache ich nicht mit. Dann denke ich, lohnt sich jetzt aber tatsächlich dem Bettler was zu geben. Und die Bank hier. Machen wir es mal so. Gibt nochmal zwei Münzen. Reicht aber auch nicht. Und dann spreng ich das Ding in die Luft. Ach komm, vielleicht kommt ein Schlüssel raus. Ach, ich glaube, das geht nicht, ne? Kommt eh nur Geld oder Herzen raus. Schade eigentlich. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie an den dran komme. Ich glaube, wenn ich hier die Bombe hinlege, dann... Nein, es reicht nicht ganz. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht mitsprenge. Ey! Nee, oder? Wie viele Bomben ich jetzt dafür brauche, um den Typen freizuspucken. Oh Mann! Ihr wollt mich doch ver... Ja, Snizzle. Hast du ja super hingekriegt, ne? Ich mache das jetzt ein bisschen auf Risiko. Ich gehe jetzt hier unten rein, hoffe, dass hier vielleicht noch keine Trollbombe drin ist. Toll. Jetzt könnte ich immer noch meinen Schlüssel da oben reingehen, aber ich glaube, das ist eine ziemlich dämliche Idee. Das lohnt sich kein bisschen. Ah. Mensch, warum denn? Jetzt gibt es hier... Es gibt auch nur zwei Möglichkeiten für den Geheimgeheimraum, ne? Einmal hier... Der geheime Geheimraum. Oh, das muss ich mir merken. Da gehe ich aber nach dem Boss erst hin. Der ist immer so angelegt, dass nur ein anderer Raum an ihn angrenzt. Das heißt, man kann ihn halbwegs gut sehen. Mal gucken. Ich fühle mich gerade schon wieder nur getrollt von diesem Spiel. Ne? Das ist ganz, ganz schlimm. So, Loki. Naja, super. Loki ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsboss. Genau zu sein, hasse ich Loki wie die Pest. Unter anderem wegen diesen blöden Bomben-Dingern, die von... Oh. Die von diesem Stachel-Ding auch zerstört werden können. Genau so. Aua. Dieses Stachel-Ding grundsätzlich ist nicht so schön. Kannst du mal aufhören, mir zu folgen, Drecksviech? Ah, ich muss mal mehr Schaden auf Loki rauskriegen hier. Ja, so eine blöde Bombfliege. Aber das war, ich wollte gerade sagen, kein Problem, es war dann doch irgendwo ein Problem. Bisschen anders, als ich das eigentlich, ja genau, mir vorgestellt hatte. Hör mal auf, dich rum zu teleportieren, ich möchte dich jetzt tot kriegen. Komm, stirb, hässliches Mist.
Teufelchen. So. Lokis Horn. So schön. Ein neues Item. Und die Box. Die Box gab von jedem Item 1. Tja. Gucken wir mal. Hier haben wir Pillen. Bad Trip. Ja, genau. Natürlich. Super. Das Dings. Und dann noch der Judgment. Ich könnte jetzt noch... Erstmal gehe ich hier oben rein. Mal gucken. Beides nein. Möchte ich beides nicht haben. Und dann werde ich das jetzt... Ich könnte jetzt in den Shop gehen. Ich werde jetzt erstmal noch da oben mir das nochmal aufsprengen, um mir das weiße Herz holen. Das wird ja dann auf jeden Fall ein Herzcontainer. Und dann, ich glaube, ich gehe dann in den Shop. Ich werde dann in den Shop gehen, ja. Yep. Lieber der Shop als der Judgment. Judgment gibt mir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Bettler. Willst du mich verarschen? Du blödes Mistspiel. Du verdammtes, trolliges... Na. Ja, und jetzt habe ich natürlich mein weißes Herz auch noch verloren. Und jetzt kriege ich den Steam Sale. Der bringt mir natürlich überhaupt nichts, weil ich keinen Shop hier habe. Oh Mann. Komm, dann jetzt halt der... Oh, eine Bombe. Für eine Münze ist das schon in Ordnung. Jetzt gib mir mehr. Los. Mehr Bomben. Naja. Ein Schlüssel wäre fein für die nächste Ebene. Nein, keine Bomben mehr. Wenn du jetzt für meine 12 Münzen nicht genug gibst, ne? Emperor, ja gut, die kann man gebrauchen. Jetzt rückt noch ein Item raus hier. Nein, ein Item, ein richtiges. Oh, komm! Du bist so ein doofer Bettler, ne? Dann eben nicht. Und dann noch, ja, ein Bettrip. Ganz toll, kann ich super gebrauchen, dankeschön. Es fing ja ganz gut an, ne? Aber inzwischen fühle ich mich schon wieder nur noch getrollt. Fast so schlimm wie mit Eve. Hm. Naja, vielleicht schaffen wir Mom's Heart noch irgendwie. Auf geht's nach unten. Zwei Stockwerke noch. Hier kommt erstmal Mom. Mom wird natürlich ein großes Problem mit meinem tollen... Oh, 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 oh. Ein Headless Horseman in so einem Raum. Okay. Das hat ihn voll erwischt. Na, die können ja auch nicht so richtig viel hier. Zumindest wenn man einmal weiß, was sie tun. Und es sind sogar nur zwei gewesen. Tja, das da oben wäre eine Bibliothek. Ach komm, ich habe zwei Schlüssel. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ich sag dazu gar nichts. Absolut gar nichts. Was war das denn gerade schon wieder? Zwei Anarchisten-Kochbücher. Ernsthaft? Oh Mann. Oh Mann. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Komm. Geht drauf. Geht drauf. Geht doch. Ihr auch. Komm. Na. Sterbt. Bevor ich sterbe, möglichst. Wäre super, dankeschön. Nee, den Shop nehme ich natürlich nicht mit. Ist ja Blödsinn. Und das volle Herz. Ja, genau, noch so ein Ding. Aber er ist irgendwie da reingefahren, warum auch immer. Oh, shit, das war blöd. Und da ist... Na, du kannst mich mal ganz schwer gerne haben da. Oh, ein Chub. Oh, oh, ja, jetzt habe ich ihn auch noch in die falsche Richtung geschubst. Ich habe das Gefühl, der Chub wird mich hier gleich töten. Nein, 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 nein. Lasst mich doch bitte alle in Frieden. Ja, genau. Isst deine Wurmviecher auf. Das ist eine sehr gute Idee. Dann nervst du mich nämlich nicht. Oh, oh. Das ist auch nicht... Oh, 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 oh. Nein, bitte nicht. Nein. Sterbt. Schneller, wenn es geht. Danke.
Fliegen. Nein, oh. Mein Herz, ne? Bombenwürmer. Nein! Warum?